Mitternacht Sport treiben. Wer sind die Gewinner vom Filmfestival und das Frühlingsfest hat seine Tore geöffnet? 9 Tage sind vorbei. Das Festival Türkei-Deutschland fand das 27. Mal statt, wo Filme gezeigt werden, die in der Türkei oder Deutschland produziert wurden. Von einer Jury werden die Preise verliehen. Bei einigen Filmen waren die RegisseurInnen oder Schauspieler vor Ort und haben die Fragen der Gäste in einem Gespräch beantwortet. Nächste Festival wird in ca. 1 Jahr wieder in Nürnberg stattfinden. Von der Stadt Nürnberg wird ein Mitternachtssport angeboten seit Jahren. Das läuft bald aus, trotzdem gibt es aktuell noch nette Aktionen wie in den Wintermonaten eigentlich an jedem Freitag irgendwo in Nürnberg Fußball spielen, Basketball spielen und viele weitere Sportarten, die auch am 31.03. mit Parcours und Disco-Eis auf der Eisfläche. Also bei uns ist erstmal jeder Jugendliche oder jede willkommen. Voraussetzungen gibt es da nicht. Das Angebot ist kostenlos. Man soll Spaß an der Sache haben. Fairplay steht bei uns ganz oben. Habt ihr Interesse bekommen? Dann meldet euch an auf der Jugendamtsseite und da bekommt ihr auch weitere Informationen mit. Und zum letzten Thema: Am Samstag ist der altbekannte Frühlingsfest 2023 in Fürth gestartet, wie in den Jahren davor, wo Corona noch nicht da war. Der Oberbürgermeister Thomas Jun hat den Anstich des Bieres vorgenommen. Eine Woche können die BesucherInnen das Frühlingsfest auch der Fürther Freiheit besuchen. Am Mittwoch, den 22.03.2023 ist Familientag. Somit heißt er auch, Preise sind günstiger. Wer sich für Oldtimer interessiert, der soll für die kommende Sonntag sich den Termin vormerken von 11 bis 16 Uhr auf den Fürther Freiheit. Und das waren schon wieder die News der Woche von dieser Woche Nummer 12. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht gut, bleibt gesund. Bye, bye.